Nach beeindruckenden Haute-Couture-Schauen in Paris ist es wieder soweit. Dolce und Gabbana zeigen das italienische Pendant, die Alta Moda. Haute-Couture in Frankreich, das passt nicht nur wie die Faust aufs Auge, diese Kombination ergibt auch eine untrennbare Symbiose. Was unter der Oberhand der Chambre Syndicale de Haute-Couture läuft, ist französisches Terrain. Die Sache hat nur einen Haken. Der italienische Nationalstolz lässt sich beim besten Willen nicht mit dem französischen Couture-Monopol vereinbaren. So verhelfen sich Dolce & Gabbana im Jahr 2012 erstmalig mit der Präsentation der Alta Moda zu einer eigenen italienischen Version ihrer gehobenen Schneiderei. Wie gewohnt einige Tage nach dem Ende der Haute-Couture-Woche in Paris. Die Kollektionen sind exklusiv und einzigartig. Jedes Stück ist ein wunderschönes Unikat.